Naja, es ist schon manchmal lustig, jedenfalls die Kleidung und wie ich mich bewegt habe und so weiter. In München habe ich schon, und Louis Vuitton hat mich ein paar Stiefel geschickt. Also das war hier, wenn ich so angekommen gestern. Ich habe viele, viele Leute kennengelernt, die jetzt meine deutsche Familie sind. Deswegen bin ich nach München gegangen, damit ich sie alle zusammenbringen können, dass wir mal Mahlzeit zusammen haben kann, weil ich in Deutschland bin. Ich bin nervös, weil da drüben auf dem Boden liegt meine Sprache. Okay, in was für großartigen Zeiten wir leben, weil irgendwann war ich mal Kellnerin, dann war ich Putzfrau, dann war ich Disco-Tänzerin, dann war ich Hundefriseuse. Wer hätte gedacht, dass alle diese Berufe mich eines Tages auf diese Bühne führen würden? Aber das ist das beste Beweis dafür, weil dass das Publikum heutzutage so tolerant ist, dass sogar Leute wie ich eine Chance haben. Ich habe gehört, Sie sprechen auf Deutsch. Nein, nicht so gut. Wieso haben wir das Interview vorher auf Englisch geführt? Nein, ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Aber ich habe nie studiert. Ich habe nie gelernt. Ich habe auf Deutsch gesungen und gedreht. Meine Oma ist von einer kleinen Stadt, 2 Stunden weg von Düsseldorf. Spätzle mit Wiener Schnitzel. Meine Mutter oder Mutti? Mutti, ja, meine Jugend. Meine Jugend, ich habe Deutsch studiert. Aber ich habe alle vergessen. Warum sprichst du nicht Deutsch mit mir? Ich sprich Deutsch. Ich habe 4 Jahre in Deutsch studiert. Ah, du hast 4 Jahre Deutsch studiert. Bert, du bist wohl im Moment einer der größten Filmstars der Welt. Ja, ist korrekt. Ich bin fast 2 Meter. Sprechen zu viel die Leute hier in Deutschland. Zu viel. Sie müssen ein bisschen mehr Respekt für den deutschen Meister, für diese Spiele. So. Der Grund, sie sind in der Probleme, ist nicht Bayern München. Wir haben unsere Ziel, unsere Arbeiter gemacht. Ist ihr Problem, nicht unser Problem. Aber wenn du hast gespielt, 3 Monate, 2 oder 3 Monate mit 13, 14 Spielern. Alles ist so schön hier. Die Residenz, das Festivalhaus. Und wir sind mit einer brasilianischen Gruppe gekommen, Compagnia Brasileira de Teatro. Márcio Abreu ist der Regisseur. Und wer hat uns eingeladen, war Dieter und Carmen. Und für uns, das für mich, werde ich für mich sprechen. In diesen 6 Tagen habe ich so viel überlebt, so viel gesehen. Liebe Brüder und Schwestern, herzlich grüße ich euch alle, die ihr an unserem Katholikentag in Leipzig teilnehmt. Ich freue mich, dass ihr in so großer Zahl gekommen seid. Ihr wollt den Menschen in Leipzig. Mr. Secretary, how do you feel? Sehr gut, danke. Alles gut. Deine Schuhe sind fantastisch, ja? You speak very good German. Nein, ich kann nur ein bisschen Deutsch. Wie geht's? Guten Abend. Mir geht es gut. Wie geht es dir? Sehr gut. Ich freue mich, hier zu sein, heute Abend. Sehr viel. Ich bin begeistert von deinem Deutsch. Kannst du das von Boris? Ja, ich kenne auch von Boris ein bisschen, aber ich habe in Schule gelernt, deutsche Sprache. Und da habe ich in Oberschleißheim bei dem Niki Pilic Tennis Akademie gelebt für 3 oder 4 Jahre und so. Ich habe nicht viele Worte vergessen, aber es ist... Ich spreche Deutsch, aber nicht so viel, aber nicht schlecht. Ich kann ein bisschen sprechen. Das ist ein bisschen schwierig. Du sprichst ein bisschen Deutsch. Ein bisschen, ich verstehe. Ah, das ist super, besser als nichts. Aber wir brauchen ein bisschen mit den Leuten sprechen, weil wir haben gesagt, dass ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nicht. Aber wir brauchen... Gott sei Dank. Ich liebe Brasil. Ich liebe Gott und euch.